Willkommen in der Realität, USA, so könnte man heute kommentieren. Und damit aller herzlichste Willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster Realität. Insofern, als die Amerikaner ja glaubten, ähnlich wie im September des letzten Jahres, als die US-Indizes neue Allzeithochs machten, während China, Europa, Schwellenländer schon längst abgestürzt waren mit ihren Aktienmärkten. Aber die Amerikaner glaubten, naja, was haben wir damit zu tun? Das ist nicht unser Ding. Wir leben irgendwie auf einem anderen Stern. Und das haben bis heute die Amerikaner eben auch geglaubt. Und heute kamen dann die Einzelhandelsumsätze, die so stark gefallen waren wie seit fast 10 Jahren nicht mehr zum Vormonat. Das war ein kleiner Schocker. Und das hat Einfluss dann auch auf das BIP durch die sogenannte Control Group, weil einfach die amerikanische Wirtschaft ja sehr, sehr konsumgetrieben ist. 70% des BIPs sind Konsum, und wenn der Konsum eben dann schwach ist im Dezember, und es waren die Dezemberzahlen, die aufgrund des Government Shutdowns jetzt erst veröffentlicht wurden, dann wird das eben das BIP des vierten Quartals stark beeinflussen, das übrigens am 28. Februar dann erst veröffentlicht wird. Jedenfalls ist das sozusagen eine Fragestellung des Narrativs der Amerikaner, dass sie überhaupt sich komplett abkoppeln könnten von dem globalen Abschwung. Wir hatten heute ja Daten aus Deutschland, 0,0% in einer Vorabschätzung, das deutsche BIP. Damit ist man knapp einer Rezession entgangen, aber möglicherweise kommt dann bei der ersten Revision doch noch ein Minus davor, weiß man nicht, wird man sehen. Jedenfalls konnte man dadurch das böse R-Wort vermeiden. Die Daten aus Deutschland dennoch schwach, auch aus der Eurozone nicht unbedingt wirklich bravourös. Jedenfalls ist das schon ein ziemlicher Schock gewesen für die Amerikaner. Und man muss natürlich sagen, möglicherweise hat der Government Shutdown da ein bisschen eine Rolle gespielt, aber der begann erst im Grunde am 22. Dezember, also praktisch als das ganze Weihnachtsgeschäft ja schon gelaufen war, Freitag auf Samstag in der Nacht begann. Der am Montag war dann Weihnachten. Dementsprechend dürfte der Einfluss des Government Shutdown, wenn er denn eine Rolle gespielt hat, im Januar noch viel größer gewesen sein, denn wir hatten ja fast den gesamten Januar eben diesen Government Shutdown. Da haben viele Leute ja keine Gelder bekommen, keine Gehälter bekommen, und dementsprechend könnte es dann noch finsterer aussehen. Das alles zeigt, dass der Government Shutdown möglicherweise doch viel größere Auswirkungen hat als bisher angenommen. Und noch ist die Geschichte ja nicht abgewendet, dass wir jetzt am Freitag einen erneuten Government Shutdown bekommen. Heute will Trump sich nochmal briefen lassen in Sachen Kompromissvorschlag zwischen den USA, zwischen den US-Demokraten und den US-Republikanern, und langsam eilt's, denn es muss ja bis Freitagnacht was verabschiedet werden, muss das Abgeordnetenhaus zustimmen, muss der US-Senat zustimmen, Trump muss unterschreiben, also das dauert ein bisschen, da muss man sich jetzt schlichtweg beeilen. Zweite große Baustelle ist das Thema Handelskrieg. Nach einem Agenturbericht, wonach es praktisch kaum Fortschritte gegeben hat bei den Verhandlungen, oh Wunder, man musste doch ganz stark davon ausgehen, dass die jetzt sich sofort schon einigen und Trump und Xi Jinping dann auch heiraten. Jedenfalls hatte das die Märkte kurzzeitig ein bisschen schockiert. Die Amerikaner denken sich, naja, das wird schon. Larry Kudlow ist dann wieder aufgetreten, der übrigens die Einzelhandelsumsätze auch gesagt hat, ja, das ist Glitch, das ist sozusagen eine Störung. Das ist nicht der Normalfall. Wenn gute Daten kommen, ist es der Normalfall. Jedenfalls zeigt das, dass die Amerikaner nach wie vor auf diesem ganz, ganz hohen Ross sitzen. Und dass die Daten, die jetzt demnächst kommen werden, das war schon länger meine Vermutung, eben die dem Ross ein bisschen die Beine wegziehen möglicherweise, und der Reiter könnte dann stumpf auf die Erde plumpsen. Wolfgang Müller, ein sehr, sehr guter Autor bei uns auf finanzmarktwelt.de, hat gesagt, ja, wenn jetzt Trump noch die Zölle macht gegen China, und das ist ja durchaus noch nicht ausgeschlossen, denn Larry Kudlow hat auch gesagt heute, wir haben noch nicht entschieden, ob wir die Deadline 1. März wirklich verlängern, ja oder nein. Also nehmen wir mal an, es passiert dann doch, dann kämen die Zölle noch oben drauf. Die Amerikaner, die konsumieren ja ganz fleißig, aber vor allem chinesische Waren, weil die eben günstig sind, dann würden die Preise noch weiter steigen für diese Waren, oder sie würden gar nicht mehr kommen. Jedenfalls zahlen diese Importzölle eben nicht die Chinesen, sondern die Amerikaner, die Importeure aus den USA, die chinesischen Waren importieren. Dementsprechend ist das natürlich schön, wenn da ein paar Milliarden in die Kasse kommen, aber es wird eben durch die Amerikaner bezahlt, durch amerikanische Firmen bezahlt und nicht durch die Chinesen. Das hat Trump, glaube ich, noch nicht so richtig auf die Reihe gekriegt. Schauen wir uns den Absturz mal schnell an. Hier der Retail Sales, der Einzelhandelsumsätze, plumps, hat es gemacht.
Das hatte so eigentlich niemand auf dem Zeiger der Analysten, dementsprechend groß auch die Schockwirkung. Schauen wir uns mal das Muster derzeit in Sachen Handelskrieg an. Und da habe ich eine schöne Grafik hier. Administration is tough on trade with China, market sells off on trade fears. Also hier die Trump-Administration sagt, wir sind hart, wir werden richtig die Daumenschrauben anziehen, Markt verkauft oder Abverkauf an den Märkten. Und dann sagt die Trump-Administration, naja, wir sind unmittelbar vor einer Lösung, dann Rally am Markt, weil doch die Lage so super ist. Und dann heißt es wieder, no progress is made, so wie heute. Also das ist sozusagen der permanente Teufelskreis. Wahrscheinlich wird die Deadline auf das Jahr 2027 verschoben. Bis dahin könnte man einen Deal dann vielleicht zustande gebracht haben. Wir haben heute auch wieder größeres Volumen an den Märkten. Ich hatte ja mehrfach schon gezeigt, wie dünn das Volumen ist. Gestern hatten wir 65 Millionen Kontrakte im SPDR, im maßgeblichen S&P 500 ETF. Davor 72, 68, 74 im Dezember, als der Abverkauf war, am 26. Dezember, kurz nach Weihnachten, hatten wir über 250 Millionen, also etwa das fünffache Volumen. Wir dürften heute jedenfalls in etwa das doppelte Volumen reinbekommen als gestern. Also ein bisschen was tut sich da scheinbar. Schauen wir in die Charts rein, was wird sich da tun? Da sehen wir The DAX bei 11.000. 111 Punkte. Heute Morgen gleich zur Eröffnung. Plumps hat man ihn schön über den 11.220er Widerstand drüber gehievt. Hat dann nicht ganz gereicht bis zu 11.280 und dann ging es sogar unter die 11.100er Marke. Also so richtig kommt unser DAX noch nicht aus dem Quark. Wir sehen den S&P 500 bei aktuell 2.744 Pünktchen. Damit wieder so in der Nähe dieser 200-Tage-Linie waren schon einige Pünktchen tiefer. Wir haben den Dow Jones bei 25.433 Punkten. Nach wie vor ist nicht wirklich viel passiert. Angesichts der Nachrichtenlage sind die Amerikaner durchaus noch relativ robust. Wir sehen den Nasdaq aktuell bei 7.014 Punkten. Insgesamt hatten wir auch von der Earnings Season, von der US-Berichtssaison heute nicht so tolle Zahlen. Coca-Cola wird abverkauft, weil man eben den Ausblick deutlich mit dem Ausblick deutlich enttäuscht. Auch viele andere Werte, die heute Zahlen gebracht haben, die eigentlich gar nicht so schlecht waren, aber dennoch die Aktien unter schwerem Druck. Schauen wir zur Devisenseite. Miserable Daten aus den USA, heißt Dollarstärke offenkundig. Aha, jedenfalls der Dollar hat zunächst abgewertet, Euro-Dollar über 1,13 gegangen, dann aber wieder runter, aktuell 1,1281. Wir sehen das britische Pfund jetzt erfolgreich die 1,28 durchschritten. Wir haben den Goldpreis bei 15,55 $, Silber, andersrum, das war Silber, das ist Gold, 1311 und Crude Oil bei der 54er Marke. Und abschließend noch eine Aktie, nämlich Thyssen, heute Zahlen gebracht, Senkung des Ausblicks, die Aktie auf dem tiefsten Stand seit über 2 Jahren, eine ziemliche Trauergeschichte. Anfang 2018 waren wir hier noch gut doppelt so hoch wie jetzt, über der 26-Euro-Marke. Also mal sehen, was die Amerikaner jetzt veranstalten. Das war so ein kleiner Anflug an Realismus, der jetzt reingekommen ist. Handelsgespräche vielleicht doch nicht so sicher zum Erfolg führend. Wir werden sehen. Morgen jedenfalls Xi Jinping trifft sich dann mit Lighthizer und Mnuchin. Bisher also noch scheinbar keine Fortschritte, großartigen Fortschritte, wenn man diesem Bericht glauben kann. Und dann haben wir den Government Shutdown heute wohl noch, wo Trump diese Entscheidung treffen muss. Also es wird sicherlich eine interessante Situation und ich wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage ciao.